Freunde, da sind wir wieder. Silent Hill Komplettlösung Teil 9. Und wir machen heute das Labyrinth und haben vorher das Gefängnis gemacht. Wenn ihr es also noch nicht gemacht habt, schaut eine Lösung zurück. Und ich gehe davon aus, dass ihr als alter Souls-Liker schon auf jeden Fall den Boss hier No Damage gemacht habt. Gehe ich einfach jetzt mal von aus. Und das habt ihr mit Sicherheit auch alle gemacht. Wir starten also durch. Wenn wir die Karte bekommen, pusht mal das Däumchen nach oben, lasst ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Guides. Geht erstmal dann ganz normal durch, bis ihr zur Tür kommt. Kommt eine kleine Cutscene mit Maria. Natürlich hier alles spoilerfrei in dem Video. Und dann gehen wir hier weiter zu dem Tuch, ziehen das einmal ab und da wartet natürlich wieder ein wunderbares Rätsel auf uns. Ganz klar, wir müssen den Würfel hier einmal drehen. Ich habe es euch extra noch mal ein bisschen langsamer gemacht, damit wir den auch richtig drehen. Und zwar drehen wir den einmal so, dass dieser Tannenbaum quasi hier so ein bisschen ist. Und dann können wir nämlich hier einmal reingehen und können dann hier durch die Treppe hoch und hier oben auf die Treppe auch noch hoch und in den nächsten Bereich kommen. Hier können wir dann nämlich einmal langlaufen und dann einmal komplett durchziehen, bis wir hier hinten an die Tür rankommen. Hier links in die Tür, in die grüne, da geht es halt einmal rein und dann folgt ihr dem Pfad und ihr habt dann die Karte des verfaulten Bereiches. Macht ihr alle Gegner platt, geht weiter, bis ihr hier zu der Kreuzung kommt, wo die Viecher sind und schnappt euch da die Pistolenmunition. Geht dann weiter und ihr kommt zu so einem großen Speicherraum. Hier gibt es jetzt ganz viele verschiedene Wege, rechts, links, geradeaus, hier gibt es noch so ein Seil und so weiter. Damit ihr das jetzt in der richtigen Reihenfolge macht, zeige ich euch natürlich, wie es geht. Geht am besten erstmal speichern und dann machen wir hier weiter in dem Raum, indem wir vom Speicherplatz rechts in die Tür aus reinlaufen. Also da einmal hingehen, wenn wir hier am Hängekäfig sind, da gibt es nämlich dann eine versteckte, eine ziemlich gut versteckte auch, Lootbox, nämlich hier hinten an der Wand. Da einmal reinhauen und wir gehen dann hier einmal durch und hier gibt es echt viel zu looten, vor allem aber auch noch eine Erinnerung, die wir uns natürlich auch noch mitnehmen und dann schnappt ihr euch hier das ganze gute Zeug. Pistolenkugeln, dann haben wir hier noch Gewehrmobkugeln. Und dann haben wir hier noch Schrotkugeln, wobei Schrot, finde ich, ja eigentlich keine Kugeln hat. Naja, ansonsten haben wir hier alles eingesammelt, gehen wir hier wieder raus und wir sind hier wieder bei den ganzen Käfern. Ihr könnt jetzt hier die Gegner im Boden platt machen, würde ich euch aber nicht empfehlen. Folgt einfach meinem Pfad, dann müsst ihr die gar nicht erledigen, kostet alles nur viel zu viel Gesundheit und Health Drinks und dann können wir hier nämlich einmal langlaufen und kommen dann hier hinten in den Weg rein. Also quasi erstmal die erste rechts lang gehen und dann könnt ihr hier den Gesundheitsdrink einsammeln. Wenn ihr also da reinkommt, sofort rechts abbiegen und ihr kommt dann hier in den Bereich und da kommen euch die Gegner dann auch nichts mehr machen. Wenn ihr das dann gemacht habt, geht ihr hier durch die Tür dann weiter durch und ihr seid dann hier in so einer Art Bücherei, Bibliothek, wie auch immer. Auf jeden Fall kloppt ihr hier die Gegner erstmal weg und schnappt euch hier die Schrotkugeln. Dann ab durch die Ritze quetschen und hier drüben findet ihr dann schon eine Wand, die ihr zerstören könnt, aber erstmal nochmal hier die Tür aufmachen, damit ihr hier schon mal die Shortcut habt. Also danach die Wand hier einmal hin und mal schön ordentlich reingreifen dort und schnappt euch den Feuerzeug dort. Ja, schön lecker die Angelegenheit und wenn wir das geschafft haben, sind wir hier unten und wir können dann da durchgehen. Also durch die Tür, die wir gerade aufgeschlossen haben, hier nochmal rüber gehen und dann durch die Tür, die wir aufgeschlossen haben und sind dann hier auf der anderen Seite. Dann einmal rechts lang, Achtung, wieder die Gegner. Ihr müsst die nicht platt machen, rennt einfach durch bis hinten zur Tür und dann kommt ihr hier raus. Achtung, da kommt dann direkt ja so ein hässliches Ding neben euch. Ja, das prügelt ihr einmal schnell weg und dann könnt ihr hier weitermachen. Lootet hier noch den Schrank, Pistolenkugeln gibt es hier noch und die nehmen wir natürlich einmal mit. Und dann können wir hier die Tür lang gehen, gehen wir aber noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal hier weiter, nämlich hier unten sind wir jetzt angekommen quasi und dann geht es hier rüber. Und da ist so ein kleiner Büroraum, den looten wir hier einmal und bekommen dann den eisernen Schlüssel. Von hier aus geht es dann einfach wieder weiter zurück, folgt dem Pfad und geht dann hier einmal weiter lang. Hier hinten die Tür, die können wir wieder aufschließen, können dann hier einfach wieder durchrennen. Also ignoriert hier gerne die Gegner, das macht nur Kopfschmerzen. Lauft einfach mit mir den Pfad, hier die erste sofort rechts abbiegen und einmal hier durchlaufen. Dann direkt hier hinten wieder links, da gibt es sonst nichts und dann seid ihr wieder in Sicherheit. Also wenn ihr reinkommt in den rot-großen Bereich, erstmal direkt rechts abbiegen.
Ja, warum ihr euch wundert, dass ich hier mit der Shotgun die Billiggegner platt mache, wir holen gerade noch die Trophäe und die zeige ich euch natürlich auch gleich im Kanal. Also hier nochmal die Gegner erledigen und dann eben einmal hier reingehen und da könnt ihr noch eine schöne Medikit einsammeln in Form von einer Injektionsspritze und da geht ihr natürlich dann einmal hin. Schnappt euch hier die ganzen Sachen und nehmt euch dann auch noch die Kiste. Hier hinten gibt es noch Pistolenkugeln. Achtung, Gegner hat sich wieder ziemlich gut versteckt, wie ich finde, der kleine Drecksack. Und auf jeden Fall nehmen wir noch hier die Injektion mit. Und haben wir das, dann schnappen wir uns gleich die Kiste und verschieben die, weil hier hinten gibt es dann nichts mehr. Und deswegen gehen wir hier zur Kiste, schieben die einmal rüber in den vorderen Bereich und da könnt ihr dann eben da durchs Fenster einmal durchgehen und auf die andere Seite gelangen. Also hier die Kiste einmal abstellen und zack, durchs Fenster durchgejumpt und auf der anderen Seite können wir dann jetzt hier weitermachen. Ziemlich düster hier die Angelegenheit. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem gut erkennen. Ich habe extra die Helligkeit noch ein bisschen hochgeschraubt. Und ja, dann gehen wir hier weiter in die Küche rein. Da gibt es einen leckeren Kühlschrank. Da greifen wir natürlich mal beherzt rein und schnappen uns hier das Feuerzeugbenzin. Und wenn wir das dann haben, dann können wir hier weitergehen. Hier hinten auf der Karte sind wir also. Soweit haben wir das jetzt schon mal erledigt. Sind schon fast die Runde gelaufen. Nimm noch hier die Pistolenkugeln mit und dann geht es wieder weiter. Und zwar laufen wir dann hier einmal raus bei dem Fernseher die Tür durch und dann können wir hier noch ein bisschen was looten und hier den Schrank wegschieben. Nehmt euch vorher noch die Gesundheitsdrinks mit und krabbelt dann dadurch, wo wir den Schrank weggeschoben haben. Jetzt kommt ihr wieder auf der anderen Seite raus, seid also hier, rennt durch und sofort die erste rechts abbiegen. Dann können euch die Gegner hier auch nicht mehr großartig erwischen und sonst gibt es hier halt auch eh nicht viel zu looten. Wenn ihr dann hier reinkommt, dann seid ihr wieder in Sicherheit, könnt hier wieder die einzelnen Schubladen looten, bisschen Gewehrmunition mitnehmen und dann natürlich den eisernen Schlüssel benutzen. Hier oben sind wir jetzt, sind also schon einmal die komplette Runde gelaufen und hier rechts können wir uns dann durch so einen kleinen Riss in der Wand durchdrücken, kommen dann auf die andere Seite und rennen dann hier auch einfach wieder durch. Schnappt euch hier das Ventil und das braucht ihr natürlich, um die Badewanne quasi jetzt einmal abzulassen und dann geht ihr wieder zurück und könnt euch den Gegenstand holen, den es in der Badewanne gibt. Ist natürlich wieder ein Schlüsselobjekt, deswegen unbedingt mitnehmen. Da haben wir nämlich das kaputte Feuerzeug. Alles zusammen gibt das ein ganzes Feuerzeug und da gehen wir jetzt natürlich zurück zum Hängekäfig und benutzen das Feuerzeug einmal, damit dieser Käfig hier runterfällt. Vorher natürlich noch Feuerzeug kombinieren mit Benzin und Anzünder und so weiter. Und damit haben wir da ein funktionierendes Feuerzeug, was wir hier einmal benutzen können, damit das Ding eben abbrennt. Ja, haben wir das alles gemacht, springen wir durch das Loch am Ende durch. Ihr müsst nicht vorher speichern, ihr kommt so oder so unten wieder raus. Könnt aber natürlich trotzdem speichern, gar kein Thema. Lauft hier dann einfach einmal durch und wir sind tatsächlich wieder unten beim Würfel. Naja, auf jeden Fall müssen wir den jetzt wieder drehen. Ich habe es wieder ein bisschen langsamer gemacht, so dass dieser, boah, wie soll man sagen, dieses komische Symbol da auf jeden Fall da ist. Ihr seht das hier nochmal, das kann man eigentlich ganz gut erkennen. So soll es aussehen. Und wenn ihr das dann habt, könnt ihr hier einmal durchgehen, hier links hoch und dann könnt ihr hier gleich rechts abbiegen und kommt dann in den nächsten Bereich. Lauft hier einmal durch. Es wird jetzt immer dunkler, immer düsterer, Freunde. Und das finde ich eigentlich so krass an dem Game, dass es wirklich immer nochmal eine Schippe drauflegt an der Finsternis. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Auf jeden Fall Karte des verlassenen Bereichs haben wir. Geht weiter, bis ihr den Checkpoint erreicht, also den Save-Punkt. Und hier wird es jetzt relativ kompliziert. Ihr müsst jetzt hier erstmal einmal durch den Schrank gleich durchgehen. Und jetzt gibt es verschiedene Leitern hier, die euch an verschiedene Ziele bringen. Geht hier durch den Schrank, durch die Lücke durch den Riss, schnappt euch die Gewehrkugeln, geht dann hier einmal weiter und hier erstmal den Schrank looten, bevor ihr da durch die Tür geht. Also hier erstmal alles erledigen. Achtung, Gegner kommt hier auch noch aus dem Nichts. Der kriegt direkt mal eine übergezogen dafür, dass er uns so erschreckt hat. Und dann können wir hier noch die Tür entriegeln. Und jetzt geht es quasi wieder weiter durch die Tür, die wir vorher gesehen haben. Ich hau mir schnell noch eine Injektion rein und dann gehen wir hier durch die Tür durch. Hier ist dann nämlich schon das erste Gesundheitsdrink und die erste Leiter.
Und auf der Karte sind wir jetzt aktuell hier bei Leiter 2. Bevor wir jetzt aber da reingehen, gehen wir nochmal komplett zurück durch die Tür, die wir gerade aufgeschlossen haben. Und da gehen wir einmal rechts am Speicherpunkt und looten hier hinten noch den Schrank. Achtung, hier können einige Viecher noch rumkommen, aber hier gibt es eben noch einen Gesundheitsdrink und den nehmen wir natürlich mit. Dann können wir hier nochmal gucken, gibt es sonst noch was? Irgendwo ist hier ein Vieh, aber ich sehe es nicht. Keine Ahnung, auf jeden Fall nochmal wieder zurück und dann jetzt zur Leiter. Also hier einmal durch den Schrank wieder und dann hier lang, Tür links und hier die Leiter runter in den nächsten Bereich. Leiter Nummer 2 also einmal benutzen und dann hier runterlaufen. Und jetzt hier dem Tunnel erstmal folgen. Überflutete Ebene sind das. Geht jetzt hier einmal komplett weiter durch, bis ihr dann hier noch ein paar Gegner erledigt habt und dann quasi auch die Karte erhaltet und hier hinten bei dieser verschlossenen Tür seid. Lauft dann erstmal rechts, dann nochmal scharf rechts, um euch die Pistolenkugeln zu holen. Geht dann weiter auf den Gang und hier bei dem roten Licht bzw. der Kakerlake geht ihr links entlang und hier dann direkt wieder links, um hier hinten an die Leiter zu kommen. Geht da dann einmal hoch und ja, wie gesagt, es ist ein bisschen tricky hier, aber jetzt sind wir auf der anderen Seite, können hier die Tür öffnen und dann hier einmal lang gehen. Achtung, ein paar Gegner kommen hier auch noch und wir sind jetzt hier auf der Karte. Da war auch das Tor mit den Handschellen, wird gleich auch noch interessant. Hier also einmal scharf rechts und nochmal rechts abbiegen, um die Pistolenkugeln euch zu schnappen und dann dem Weg hier weiter folgen. Macht die Gegner platt und wie gesagt, hier sind wir jetzt gerade und folgen diesem Weg einmal weiter und looten noch den Rest, den es hier gibt. Erstmal rechts abbiegen, hier hinten war dann die Munition, also weiter hier einmal entlang. Gibt es noch einen Gesundheitsdrink, den nehmen wir natürlich noch mit und dann haben wir hier die Runde gelaufen. Der Typ hat mich abgehalten, die Karte anzugucken, der kriegt jetzt erstmal ordentlich Dresche und wenn wir das gemacht haben, schauen wir nochmal, haben wir die Runde gelaufen, ist alles soweit in Ordnung und wir können dann weitermachen, indem wir hier hinten die Leiter runterklettern. Und wenn wir dann hier wieder unten angekommen seid, dann wird es wieder ein bisschen tricky. Ihr lauft nämlich hier jetzt einmal durch, guckt euch erstmal um, ob es noch was gibt. Hier unten sind wir jetzt bei Leiter 3 und der folgen wir jetzt einmal komplett. Da seht ihr schon, da haut einer ab, den schießen wir schön in den Rücken und laufen dann hier einmal weiter lang. Also hier komplett durch. Achtung, sind noch ein paar versteckte Gegner. Prügelt euch gerne mal mit denen und wenn ihr den Kampf dann gewonnen habt, dann folgen wir natürlich weiter diesem Pfad hier und kommen dann am Ende an dieser Stelle hier raus. Da gibt es dann den kleinen Schlüssel für die Handschellen und hier hinten die Tür müssen wir jetzt öffnen. Den Gegner habe ich extra mal mit der Sniperblatt gemacht, weil das dann der letzte war und wir dann auch die Trophäe bekommen haben. Erklärung dazu gibt es natürlich auch im Kanal. Auf jeden Fall haben wir den kleinen Schlüssel jetzt eingesammelt und jetzt wird es richtig tricky, Leute. Wir können nämlich jetzt nicht einfach wieder zurücklaufen, sondern wir gehen weiter durch die Tür durch quasi und gehen hier in Richtung Leiter 1. Wir müssen wieder zurück zu Leiter 1. Das ist ganz wichtig, dass ihr da einmal hinkommt, denn dann kommt ihr da drüben bei Leiter 1 wieder raus, wo ihr die Handschellen benutzen müsst. Also einmal zurück zu Leiter 1 laufen, hier in dem Untergrund entlang und dann hier hochklettern. Dann seid ihr wieder hier auf der anderen Seite, wo wir eben auch schon waren und könnt dann hier den Handschellenschlüssel benutzen und hier eben das Gittertor aufkurbeln. Ja, wenn ihr das dann erledigt habt, geht ihr hier rein, kommen wieder ein paar Gegnerchen und ihr seid dann hier an dieser Stelle quasi. Ich knall mir noch schnell eine Injektion rein und dann geht es auch von hier aus weiter. Also einfach dem Gang weiter folgen, bis wir dann hier in diesem großen langen Gang sind, dem einfach komplett lang gehen und dann rechts abbiegen, hinten durch die Tür durch und dann hier einmal schauen, was es hier noch Schönes gibt. Da ist auf jeden Fall eine Kiste, die müssen wir einmal bewegen und die müssen wir einmal hinten zu dem Loch hinter uns bewegen. Also das Ding ist komplett hinter uns, aber erstmal wegschieben, dann da kommt dadurch nämlich allein schon ein Geheimgang frei, so eine kleine Abkürzung. Ihr seht, dass da ist so ein kleines Loch und da bekommt ihr dann halt die Abkürzung. Schiebt die Kiste hinten ans Fenster dran, dann könnt ihr da durch und nochmal kurz checken, was hier in der Abkürzung eigentlich drin war. Und da ist eigentlich nur, dass wir dann hier wieder draußen sind. Also schleunigst wieder zurück
und dem Weg durchs Fenster folgen. Da konnten wir halt eben vorher noch nicht durch, aber die Abkürzung freizuschalten ist natürlich immer super. Zu dem Stromkasten müssen wir hin, also ab durchs Fenster und dann hier einmal runterhüpfen. Wenn wir hier dann angekommen sind, dann schnappen wir uns natürlich noch hier die Gewehrkugeln und gehen dann hinten durch die Leiter einmal nach unten in den nächsten Bereich. Und ja, jetzt sind wir hier unten angekommen. Achtung, hier gibt es jetzt noch ein kleines Versteck und beziehungsweise ein kleines Secret, was man auch verpassen kann. Krabbelt erstmal hier durch die Lücke und ihr kommt dann hier bei diesen Gittern raus und ja, der Gang ist dann wieder zu, heißt, wir können also hier auch nicht wieder zurück. Ist nämlich ein bisschen tricky das Ganze und da müssen wir jetzt gleich auch erstmal schauen, wie wir da eigentlich wieder hinkommen. Durch die Leitern ziemlich kompliziert, denkt dran, dass ihr die Karten auch immer wechseln könnt. Gehen wir weiter hier zum Zaun, können wir hier kein Objekt einsetzen, denn wir müssen erstmal hier hinten durch den Gang und da können wir dann hier einmal durchlaufen. Und jetzt wird es ein bisschen tricky. Ihr geht jetzt hier am besten mal rein und ihr seht, dass hier die Viecher kräucheln. Geht auch vorher hier nochmal rüber, schnappt euch den Gesundheitsdrink und geht dann zu den Viechern rein. Hier auf jeden Fall richtig aufpassen, aber vor allem nicht rechts lang gehen, sondern links lang. Links lang und hier nochmal die Leiter unbedingt mitnehmen. Das ist nämlich so eine Arena, die ihr verpassen könnt, wenn ihr jetzt einfach weiterlauft. Hier also die Leiter einmal benutzen. Und hier oben gibt es dann nämlich noch einen kleinen Riss in der Wand. Ihr seht das, wir sind jetzt hier in dieser versteckten Leiter. Und da gibt es dann eben auch noch ein Sammelobjekt. Also auf jeden Fall hier nochmal ein bisschen rumlooten. Hinten durch den Riss in die Wand einmal durchgehen. Und dann könnt ihr hier nämlich noch ein Foto finden. Die ganze Welt liegt vor uns. Ja, und damit haben wir das eingesammelt, können hier natürlich noch ordentlich Injektionen, Pistolen, Kugeln einsammeln und entsprechend alles mitnehmen. Ja, dann wieder zurück durch den Riss auf die andere Seite und hier folgen wir dann wieder der Leiter zurück nach unten und dann kommen wir hier quasi ja wieder beim Sensenmann, beim Pyramid Man raus und gehen hier einmal runter. Also Leiter folgen und hier runter. Jetzt ein bisschen aufpassen, dass ihr wirklich genug Abstand vor dem habt, denn ihr müsst jetzt hier einmal relativ lange die Wand aufhauen, hier hinten links. Und wenn ihr hier noch zu viel untersucht, dann haut er euch auf jeden Fall in den Rücken, wenn ihr die Wand hier nicht aufklopft. Habt ihr die Wand dann offen, könnt ihr hier durch und ihr seid dann sozusagen in Sicherheit, weil hier ist jetzt der Typ und ja, wir sehen den hier schön, können den beobachten und haben das dann quasi erledigt. Der Typ ist jetzt auf der anderen Seite, juckt uns nicht. Wir klettern einfach hier die Leiter hoch und können dann hier an den Stromkasten kommen und eben das ganze Bedienfeld benutzen. Hier hinten sind wir jetzt auf der Karte und dem Gang folgt ihr dann natürlich einfach komplett weiter. Und passt auf, da kommen natürlich auch ab und zu noch ein paar Gegnerchen. Erledigt die auf jeden Fall hier die Duse Krankenschwester. Die bekommt nochmal eine mit der Scholli. Hat mich aber tatsächlich auch noch ein bisschen erwischt. Naja, auf jeden Fall gehen wir weiter, bis wir hier zu dieser Kreuzung kommen. Jetzt gibt es einmal den Weg nach rechts und nach links. Wir gehen natürlich erstmal nach rechts und looten hier quasi die Pistolenkugeln und dann folgen wir dem Weg, den wir eigentlich gehen müssen und gehen hier hinten dann durch die Tür durch. Hier kommen wir beim Stromkasten raus, schnappt euch hier die Injektion und benutzt den eben, ja, hier den Drahtschneider. Den haben wir nämlich jetzt bekommen und damit können wir jetzt das Gittertor aufmachen. Das wird jetzt wieder ziemlich tricky, weil ihr da wieder gar nicht so einfach hinkommt. Nämlich hier Kabel steht da irgendwie. Keine Ahnung, warum da Kabel steht, aber das ist auf jeden Fall dieser Gitterzaun. Gehen wir also einmal hier raus, öffnen diese Tür und dann seid ihr hier in dem Raum. Hier müssen wir aber gar nicht hin. Das haben wir jetzt nur als Shortcut freigeschaltet. Geht jetzt einfach wieder zurück, nämlich in den Raum davor und folgt diesem Weg hier einmal. Also einmal wieder da lang und quasi den Weg am Stromkasten zurückgehen. Hier einmal wieder rechts durch und dann einmal komplett zurücklaufen. Also hier einmal dann die Leiter wieder runter. Dann sind wir wieder hier unten bei ihm, der uns hier bei den Gittern steht. Und da steht er nicht mehr. Ja, weil er nämlich weg ist. Und das ist eigentlich auch ganz gut so. Ich wollte ihn hier erst nochmal anlocken, kam er aber nicht. Der ist aber auch gar nicht mehr da. Also einmal hier raus. Achtung, hier sind jetzt neue Gegner. Hier einmal im Kreis laufen, vor allem auch hier einfach abhauen, weil natürlich die Gegner von unten da uns wieder attackieren wollen. Jetzt sind wir hier wieder in dem Gang und da laufen wir jetzt einmal geradeaus komplett durch, biegen links ab und hier hinten dann wieder rechts und da können wir dann den Drahtschneider benutzen, warum auch immer Kabel auf der Karte steht.
keine Ahnung, Übersetzungsfehler vielleicht. Auf jeden Fall die Leiter runter und ja, dann sind wir hier unten angekommen, gehen hier geradeaus weiter durch. Hier sind wir jetzt auf der Karte. Leiter 6 ist das, nee, 7. Und dann nehmen wir noch einen Gesundheitsdrink mit und jetzt können wir hier wieder in irgendein Loch reinspringen, was wir ja immer ganz gerne machen. Kommt ihr dann unten auf, seid so richtig schön auf dem Boden aufgeschlagen, dann könnt ihr hier wieder durch die Tür durchgehen, denn ihr habt diesen Bereich auch erledigt. Und ja, wo kommen wir wieder raus? Natürlich beim Würfel. So, und jetzt müssen wir den Würfel wieder einstellen. Das heißt, wir ändern jetzt den Würfel einmal erstmal, um das geheime Foto zu bekommen. Das kriegt ihr nämlich, wenn ihr den Würfel so einstellt. Der muss also hier so gelistet sein und dann könnt ihr nämlich da einmal reingehen, um ein geheimes Foto noch zu bekommen. Ganz wichtig, so sieht das Ding aus. Unten links ist also dieser Kopf. Es ist sonst wirklich ein bisschen schwierig zu zeigen. Ich denke, so kann man es vielleicht am besten sehen. Auf jeden Fall rein da und wenn wir dann da drin sind, können wir hier unten noch hinten links in der Ecke. Na, oder wo war es? Doch, hier müsste es eigentlich irgendwo sein. Und lasst mich schauen, unter der Treppe. So ist es. Unter der Treppe, Foto, dein bester Freund. Und somit haben wir das dann auch in der Tasche. Und jetzt müssen wir natürlich den Würfel wieder drehen. Und zwar jetzt wieder auf diesen, was aussieht wie ein Sektglas, würde ich jetzt mal sagen. Also dieses Ding hier. Und da einmal hindrehen und dann können wir dann auch in den dritten Bereich reinkommen. Hier laufen wir nämlich einmal durch, können dann hier die Treppe hochgehen. Es ist immer ein bisschen verwirrend hier, aber na, die Treppe runter müssen wir ja. Und dann gehen wir da durch und hier einmal folgen wir den Gang und kommen dann weiter im nächsten Abschnitt. Hier können wir dann wieder eine Tür öffnen, diesmal aber die rote. Und jetzt kommen wir hier in den zerstörten Bereich. Folgt dem Weg einmal, bis ihr komplett hier in dem Zimmer ankommt. Schnappt euch die Pistolenkugeln und dann könnt ihr hier noch Gewehrmunition mitnehmen. Natürlich gibt es hier noch einige Gegner, die habe ich aber hier in dem Fall schon erledigt. Denkt da natürlich immer mit dran. Ansonsten lootet ihr jetzt hier einmal alles. Gesundheitsdrinks gibt es hier hinten noch in der Ecke. Dann können wir hier mal in der Küche schauen. Da gibt es noch Schrotkugeln und ansonsten haben wir jetzt hier, glaube ich, alles eingesammelt. Geht dann zur roten Tür und ja, dann geht es nochmal richtig Action. Und im Endeffekt können wir dann hier die Wand kaputt hauen, um da einmal durchzugehen. Sind wir auf der anderen Seite rausgekommen, sind wir eigentlich wieder genau im gleichen Zimmer, hat also gar nichts gebracht, die Wand kaputt zu hauen. Wir können aber jetzt hier durch die rote Tür weitergehen und dann kommen wir hier in den nächsten Abschnitt. Einfach diesem Weg komplett folgen und ganz am Ende ja wieder rechts abbiegen. Ihr kommt dann hier wieder ins Zimmer rein und wenn ihr das dann gemacht habt, dann könnt ihr da dann auch wieder weiter looten. Also hier oben sind wir jetzt in der Ecke, geht hier einmal rein und ja, macht hier die Gegner platt. Habt ihr die dann erledigt, dann looten wir hier natürlich wieder ein bisschen was. Und zwar gibt es hier in der Küche nochmal Schrotkugeln und ansonsten gibt es hier im Klo ja noch Pistolenkugeln und einen Gesundheitsdrink, den wir natürlich auch noch mitnehmen. Und dann geht es wieder ab durch die rote Tür. Das Ding zerfällt immer weiter und wir folgen diesem Pfad natürlich. Wir wollen ja, dass das einstürzt. Deswegen gehen wir hier einmal rechts entlang und kommen dann hier hin. Hier würde ich euch empfehlen, tatsächlich die Gegner im Boden platt zu machen. Also ordentlich draufkloppen ist ein bisschen eklig, kostet auch viel Gesundheit vielleicht. Oh, aber hier gibt es auch echt viele Sachen. Also auf jeden Fall hier noch die Munition dann in Ruhe einsammeln. Pistolenkugeln gibt es hier noch. 10 Schüsse waren das schon. Und dann können wir hier hinten auch noch eine Injektion mitnehmen. Das ist auch top. Und wenn wir dann hier wirklich alles abgegrast haben, dann können wir uns hier durch die Wand noch drücken. Hier hinten gibt es Gewehrkugeln und noch Gesundheitsdrinks. Also lohnt sich auf jeden Fall, die Gegner hier platt zu machen. Ihr tauscht quasi Health gegen Munition. Ansonsten speichert ihr hier, zockt dann jetzt immer weiter, bis ihr dann hier im Raum mit Mary seid, ohne euch da jetzt großartig zu spoilern. Dann könnt ihr nämlich wieder hier rausgehen und seht, dass der Würfel jetzt kaputt ist. Ihr schnappt euch hier das Schwert, das hat der Kollege anscheinend hier liegen lassen, und damit ja, schleicht ihr euch jetzt hier rüber zu diesem roten komischen Zeug, was ziemlich creepy aussieht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt hier mit dem Schwert einmal durch und dadurch verschwinden eben diese Arme oder was auch immer das ist. Und ihr könnt hier einmal komplett durchlaufen bis zum Ende. Am Ende natürlich das Schwert dann wieder ablegen und hier die Leiter nach oben klettern.
Jetzt seid ihr eigentlich schon fast fertig mit dem Kapitel, lauft hier einfach nochmal komplett durch, klettert hier am Ende die Leiter runter, aber ganz wichtig, wir wollen natürlich auch noch die letzte Trophäe machen. Geht hier erstmal weiter und schlappt euch hier links die Pistolenmunition, hier könnt ihr dann noch die Gräber untersuchen und vor allem auch noch speichern. Habt ihr gespeichert und hier auch noch den Gesundheitsdrink eingesammelt, der hier irgendwo rumliegt, dann können wir nämlich weitergehen, indem wir hier unser Grab finden und dort springen wir dann eben einmal rein und ja, dann kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Wenn ihr das dann alles erledigt habt und hier runtergesprungen seid und so weiter, dann kommen wir irgendwann hier in dem Fleischerhaus, wenn das alles zu Ende ist, wieder raus. Und ihr könnt dann hier natürlich einmal rausgehen und den Weg zum See folgen. Also hier einmal durchlaufen, wenn ihr das hier alles erledigt habt. Geht hier hinten zur Tür, die lässt sich dann nämlich öffnen und ihr seid hier im nächsten Abschnitt. Macht hier noch die Tür auf und ihr seid jetzt am See und den zeige ich euch auch noch kurz, weil es hier eigentlich nur ein Sammelobjekt gibt. Speichert schnell und schnappt euch die Sachen, die ich euch jetzt zeige. Also hier hinten rechts gibt es nochmal Gesundheitsdrinks und genau gegenüber liegt noch ein Foto. Das auf jeden Fall hier einmal mitnehmen, hier in der Ecke, schnappt euch das Foto und dann könnt ihr hier noch eine Trophäe holen, die ich euch jetzt auch noch zeige und dann ist das Kapitel hier am See eigentlich schon beendet. Geht nämlich dann hier auf den Steg, schnappt euch das Boot, geht da einmal rein und jetzt legt ihr einfach den Controller für 10 Minuten auf den Tisch und ihr bekommt die Trophäe automatisch. Ihr müsst nämlich einfach 10 Minuten Zeit hier verbringen und habt die Trophäe dann in der Tasche. Ansonsten habt ihr das alles gemacht, rudert ihr immer weiter Richtung dem Licht und kommt dann irgendwann im nächsten Abschnitt rein, wo wir uns dann hoffentlich wiedersehen. Im nächsten Guide, Freunde, pusht mal das Däumchen nach oben, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal.